Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück zu Baphomets Fluch 2, die Spiegel der Finsternis. Wir sind hier auf diesem Filmset oder was ist es gelandet. Und ich überlege gerade, mit wem wir schon geredet haben. Hi. Hi, Traummann. Ah, ich glaube, mit ihr haben wir schon geredet. Mir fällt nicht mehr ein, worüber wir reden müssten. Ja, mit ihr haben wir schon geredet. Aber mit ihm noch nicht, oder? Hallo, George Stobbart. Aha, ja. Heiko McEwan. Du spielst Jim Hawkins, stimmt's? Jimbo. Ich habe Mr. Hawks den Namen ändern lassen. Jimbo Hawkins. Okay. Okay. Heißt du wirklich Haiku? Ja, aber das war die Idee meiner Mutter, okay? Okay. Als ich geboren wurde, war ich sowas von dermaßen klein und perfekt geformt, dass ich sie an ein japanisches Gedicht erinnert habe. Naja, es hätte schlimmer kommen können. Stell dir bloß mal vor, sie hätte dich Limerick genannt. Das ist mein zweiter Vorname. Oh. Ups. Wolltest du schon immer Schauspieler werden? Ich nenne das, was ich hier tue, nicht Schauspielerei, Mann. Da bist du nicht der einzige, Freundchen. Ich sehe es mehr so, dass ich die Stimme meiner Generation bin. Ach so. Was ich sage, das sage ich für die Kids auf der Straße. Klar. Aha. Texte wie, ich bin Müll, ich habe keine Zukunft. Hä? Was redest du denn da, Mann? Aber echt mal, was redest du da? Stobbart, gehen Sie aus dem Set. Alle Mann auf Ausgangsposition. Ey, ich wollte dir noch meine Kohle zeigen. Und erkläre es dir später, Haiku. Was? Malblock? Was? Haiku. Baby. Bist du soweit? Baby. Okay, Mann. Welche Szene ist das jetzt? Du bist von Silvers Komplizin gefangen genommen worden. Von Piraten-Babsi, die sich in dich verliebt hat. Das pfeifende Geräusch, das sie im Hintergrund hören, ist Robert Louis Stevenson, der mit doppelter Schallgeschwindigkeit in seinem Grab rotiert. Ach so, gut zu wissen, danke. Okay, Leute. Geht los oben auf Seite 76, Sharon. Was ist mit meinem großen Monolog? Ist gestrichen. Alle Mann fertig? Kamera läuft. Ton auch oder nicht so? Ruhe im Set. Okay. Etwas Magie, Leute. Oh ja, bitte. Und Action. Warum vergisst du nicht den blöden alten Squire und seine Hampelmänner? Siehst du denn nicht, dass wir füreinander geschaffen sind? Ich weiß, aber der Squire Trelawney hat mein Leben gerettet, Captain Babsi. Also, wenn der da nicht gewesen wäre, dann hätte mich dieser Riesentintenfisch aber sowas von dermaßen zur Sau gemacht. Aber jetzt hält er dich für einen Verräter. Er hat dich aus der Palisadenfestung ausgeschlossen, Jimbo. Ach was, so ein 6-Meter-Zaun kann vielleicht Silvers Männer aufhalten. Aber mich kann das Ding doch sowas von nicht beeindrucken. Oh, Jimbo. Oh. Was? Und Schnitt. Das schwere Atmen war gut, Sharon. Kinderspiel, bin doch ein Profi. Das wird voll der Superfilm, glaube ich. Hast du das schwere Atmen auch drin, Flash? Ah. Hab ich doch immer, Boss. Wir hätten diesen Streifen in 3D filmen sollen. Unbedingt. Heiko, du warst großartig. Wir machen jetzt gerade den Stunt klar. Also schnapp dir so lange ruhig einen Happen zu essen. Ja, wir machen den Stunt klar. Das riecht doch nach einer Aufgabe für mich, das irgendwie zu beeinflussen. Savage, ins Set, verdammt nochmal. Das ist ein Stuntman, ja, mit ganz anderen Haaren. Geil. Busch. Busch? Da ist irgendwo ein Hornisse. Ach ja, das hatten wir schon. Guck mal, jetzt nochmal mit dem reden. Ich war noch nicht fertig mit dir, Haiku. Hey, Haiku. Yo, Mann. Hier, Glückskohle. Ich mache vielleicht keine Million Dollar im Monat. Aber ich habe ein Stück Glückskohle. Und hinter meinem Körper hecheln auch nicht tausende von willigen, wenn auch unkritischen jungen Frauen hinterher. Aber ich habe ein Stück Glückskohle. Aber dafür habe ich was, was du nicht hast. Guck dieses mal. Kleine Stückchen Kohle. Mann, jetzt kommst du mir aber reichlich komisch. Vor. Okay, tschö. Gut. Bert, was können wir hier mit der Planke? Was ein können Brett, wir machen? Das sehr gewagt auf einem Fass balanciert. Ja, können wir das ich mitnehmen? Werde doch nicht Hawks noch wütender machen, indem ich an seinen Requisiten rumfummle. Ach so, ich hätte jetzt gedacht, genau das sollen wir tun. Mal hier den Slip. Hi. Hi, Traummann. Na? Nix. Bert. Was hat der denn noch zu erzählen? Hornissen. Ich will Ihnen ja keine Angst machen, aber in dem Gebüsch da drüben hängt ein Hornissennest. Hornissen? Ah, das erinnert mich an einen Film, in dem ich mitgemacht habe. Die schwarze Hornisse. Aha. Die schwarze Hornisse? An den kann ich mich gar nicht erinnern.
Wohl etwas vor deiner Zeit, schätze ich. Was passiert denn da drin? Tja, warte mal. Was passiert nicht da drin? Ich wurde erschossen, erstochen, an Piranhas verfüttert, hing unter einem Fesselballon und wurde von einem Zebra plattgetrampelt. Geil. Nein, ich meine, was war die Handlung? Wie Handlung? Die Handlung. In einem Film brauchen wir doch keine Handlung. Graben? Die Palisaden sind umgeben von einem trockenen Graben, in dem angespitzte Holzpfähle stecken. Da kann ich doch bestimmt jemanden töten. Ich auf keinen Fall rüber. Diese Pfähle sehen verdammt echt aus. Ja, aber da kann ich doch bestimmt einen reinschmeißen. Die Zugbrücke ist oben. Lass sie runter. Ich sehe weder eine Möglichkeit, die Zugbrücke herunterzulassen, noch einen Grund, warum ich das wollen sollte. Um da reinzukommen vielleicht. Wo kommen wir denn da hin? Hinter das Vor. Hinter das Vor. Versteht ihr diesen grammatikalisch-semantischen Witz, der in dieser Formulierung steckt? Wahnsinn. Habe ich jetzt Vögel aufgescheucht? Es tut mir leid. Wieso komme ich jetzt von hinten? Hä? Ich habe zwar nichts dagegen, von hinten zu kommen, aber warum? Diesem Busch will ich nicht zu nahe kommen. Wieso bin ich jetzt hier rumgegangen? Hä? Was hat das denn für einen Sinn? Ich habe im Moment keine weiteren Fragen an ihn. Ja, gut. An ihn vielleicht? Mr. Hawks, ich habe mich gefragt, ob... Nicht jetzt, ich muss einen Film machen. Ja, aber gerade passiert doch gar nichts. Zeit für den Stunt, Savage. Ah, okay, kurzer doch. Anlauf, dann springen Sie auf die Planke und fliegen mit einem Salto über die Palisaden. Bitte, was soll ich? Planke, Salto, Palisaden. Drüber weg. Ganz leicht, das könnte jedes Kind. In meinem Alter? Sie scherzen wohl. Ich könnte Sie leicht ersetzen, Savage. Jo, durch einen arthritischen Gorilla. Mich ersetzen. Hören Sie doch auf. Das hier könnte der letzte Stunt sein, den ich je mache. Ich muss erst mal drüber nachdenken. Mich in die richtige Stimmung bringen. Eine Selbstmordlaune wäre dem Stunt angemessen. Jupp. In Ordnung, tun Sie das. Wir machen so lange Mittagspause. Oh, prima. Ich bin am Verhungern. Bleiben Sie genau da hocken, Savage. Und gehen Sie in sich. Er darf also nichts essen. Du bist ein wahnsinniger Verklemmarsch. Verklemmarsch? Du alter Verklemmarsch! Ich habe mich mit Mr. Savage unterhalten, dem Stuntman. Geht es ihm gut? Warum fragen Sie? Er hat nur wirres Zeug geredet. Klar, der ist Engländer. Okay. Gut, hätten wir das geklärt. Hey, Flash. Was halten Sie von Heiko McEvan? Der direkt unter Ihnen steht. Was ist da groß zu halten? Der Kleine hat wahrscheinlich in der Pubertät mehr verdient als ich im ganzen Leben. Tja. Ich wünsche ihm viel Glück. Oh, das ist aber nett von dir. Sehr, sehr freundlich. Heiko? Hey, Heiko. Jo, Mann. Ich will ihn nichts mehr fragen. Jo, Mann, ich will dich gar nichts fragen, Alter. Weißt du Bescheid? Da bekommt mich niemand drauf. Okay, da bekommt also niemand drauf. Da bekommt mich... Ja, okay. Das ist eine Kamera auf einem Dolly. Ja, das hatten wir auch schon. Okay, können wir nochmal mit Bert reden und ihn irgendwo davon überzeugen, das jetzt zu tun oder wie oder was? Ich habe im Moment keine... Nein. Sharon? Hi. Hi, Traummann. Hi. Mir fällt nichts ein. Okay, mir fällt nichts ein. Kann ich denn irgendwas mit der Planke benutzen? Ich werde doch nicht Hawks noch wütender. Er will nicht an den Sachen da rumfummeln, aber vielleicht ja irgendwas drauflegen oder so. Wir haben natürlich auch keine Säge oder irgendwas. Ein Rohr hier, so ein... Nö, nicht so. Ein Unterhöschen, auch nicht. Ja, da gehe ich nochmal hinten rum, einfach weil ich es kann. Und dann bin ich einmal rum und dann... Keine Ahnung. Der geht wahrscheinlich jetzt, also wenn ich jetzt Adventures richtig interpretiere, geht er jetzt so lange in sich, bis wir irgendwas Spezielles getan haben, so wie der Priester im ersten Teil. Solange bis wir irgendwas Spezifisches, ganz Spezielles getan haben, dann wird er nicht mehr in sich gehen und dann geht's weiter. Aber ich habe leider im Moment keine Ahnung, was. Ich kenne etwa 30.000 gute Gründe, da nicht wie jeder einzige hat Flügel. Der Wald, durch den ich gerade gekommen bin. Ja, gerade ist es auch übertrieben, ne? Ausgang? Ich kenne etwa 30.000... Okay. Keine so gut. Okay, ich kann also nicht wieder gehen.
Ich muss also hier irgendetwas tun. Aber was? Da ist ein Hornissennest. Können wir vielleicht irgendwie die Kohle ins Hornissennest werfen und dann dreht der völlig am Rad, der Bert? Probieren wir es doch mal aus, ob wir vielleicht hier ein Stück Kohle da reinwerfen können. Nee. Vielleicht den Jaguarstein, den anderen Stein. Jaguarstein hat ja die Tante. Tante Nico. Aber scheinbar können wir da auch nichts da reinwerfen, um die Hornissen aufzuschrecken. Schade. Diesem Busch will ich nicht zu nahe kommen. Er will ihm nicht zu nahe kommen. Oh, Pfannkuchen. Pfannkuchen. Ich habe einen Pfannkuchenpixel gefunden. Yay. Und Dings hat doch gesagt, er hatte so Hunger. Ist da noch was? Okay, ich will nicht noch so einen klebrigen Pfannkuchen in meiner Tasche. Ja, gut, ist okay. Ist ja noch irgendwas anderes? Was? Da war Brötchen? Da das war Brötchen ist so alt, dass es sich wie ein Stein anfühlt. Geil. Da war noch was. Da war Sirup oder so. Kann das sein? Brötchen, Pfannkuchen. Da war er. Habt ihr gesehen? Da ist der Sirup-Pixel. Okay. Der wollte doch was zu essen. Vielleicht können wir ihm ja einen Pfannkuchen im alten Brötchen mit Sirup anbieten. Brötchen? Oder was ist das? Brötchen? Möchten Sie ein Brötchen? Bloß nicht. Das letzte, das ich probiert habe, hat mir fast die Füllungen gezogen. Geil. Pfannkuchen? Möchten Sie noch einen Pfannkuchen, Bert? Oh, da sage ich nicht nee. Willst du auch noch was Sirup? Möchten Sie diesen Sirup? Nee, danke, Kumpel. Ich mag das Zeug nicht. Okay, er mag das Zeug also nicht. Kann ich denn den Sirup auf die Planke machen vielleicht? Nee. Ein Brötchen auf die Planke? Mit einem steinharten Brötchen nach Hornissen werfen? Ah! Gefällt den Hornissen gar nicht. Ja, das dachte ich mir. Aber dann, ich dachte, die sind dann ein bisschen aufgebrachter oder so. Ein bisschen wütender. Brötchen, kann ich denn vielleicht Sirup auf den Pfannkuchen? Warum habe ich keine Musik mehr? Das ist sehr verwirrend. So, und Sirup aufs Brötchen falsch, vielleicht auch? Okay. Ganz falsch. Ja, ist ja gut. Kann ich den denn auch da reinwerfen? Nee. Er mag das Zeug nicht. Kann ich es ihm trotzdem verkaufen? Also geben, also schenken, also, ne? Was hast denn da? Pfannkuchen. Noch einen Pfannkuchen, Bert? Klar, nur zu. Von dem Pfannkuchen tropft Ahornsirup wie ein Wasserfall über Birds Doppelkinn. Ah. Hey, Mist! Du hast ja Sirup auf die Pfannkuchen getan. Und jetzt bin ich ganz eingesaut. Und jetzt werfen wir nochmal ein Brötchen in den Busch. Vielleicht kommen ja dann die Hornissen raus und nisten sich in seinem Ahornsirupbad ein. Gefällt den Hornissen gar nicht. Aber sonst passiert nichts. Toll. Schade. Hä? Dann nehmen wir nochmal alles mit. Vielleicht kann ich ja das Brötchen mit dem Pfannkuchen umwickeln und dann Sirup drüber tun. Was fehlt mir so? Ein Pfannkuchen. Oh, hätte ich jetzt Lust auf Pfannkuchen? Oh, geil. Pfannkuchen wäre jetzt schon geil. So, kann man den da drum wickeln? Ich bin nicht überzeugt. Nein, schade. Wir müssen doch irgendwie... Den Hornissen gefällt das nicht, wenn ich das mache, aber sonst stört das auch keinen. Hier ist noch nichts auf dem Boden, wo ich den hinmache. Und jetzt geht er nur dahin, oder? Ja, jetzt geht er nur dahin. Ich den rot an, das Brötchen das rot anmalen. Nicht. Als Schleuder. Nein, falsch. Als Blasrohrmunition. Ich bin nicht überzeugt, dass wir das Richtige tun. Schwarz anmalen. Ich bin nicht überzeugt, dass wir das Richtige tun. Ich auch nicht. Noch ein Pfannkuchen? Noch einen Pfannkuchen, Bert? Nee, ich rühre keinen mehr an. Okay.
noch ein... Nee, ich... Er rührt keinen Pfannkuchen mehr an. Also haben wir entweder schon das Richtige getan oder schon verkackt. Will Heiko vielleicht einen Pfannkuchen? Heiko? Hey, Heiko. Hey, Heiko. Miau, Mann. Miau, Mann. Hast du was, was du mir zeigen willst? Ich wüsste gerne deine Meinung. Über diesen Pfannkuchen. Ja? Worüber denn? Wie wär's mit einem Pfannkuchen? Schau dir das Ding bloß an, Mann. Da tropft ja der Sirup nur so runter. Wenn du das Zeug an dir kleben hast, kommt jeder Krabbelkäfer aus 10 Meilen Umkreis, um sich ein Stück von dir abzubeißen. Da könntest du recht haben. Ja, das war ja der Plan. Möchtest du ein Brötchen? Aber ja nicht, Mann. Ich muss tierisch drauf gucken, was ich esse. Genau. Iss nie was, was schlauer ist als du selbst. George, das kannst du ja nicht machen. Aber was ich jetzt machen kann, ist eine Folgenpause. Ich danke euch fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet viel Freude, Freunde. Bis zum nächsten Mal bei Baphomets Fluch 2, die Spiegel der Finsternis. Macht's gut. Tschüsschen.